Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Video zu der Plattform Core. Core befindet sich momentan in der Open Alpha und bietet den ganzen Leuten, die sich das runterladen, die Möglichkeit, eigene Spiele zu entwickeln, zu teilen und natürlich auch die Spiele von anderen Community-Mitgliedern zu spielen und zu testen. Das Ganze basiert auf der Unreal Engine und bietet euch ein umfangreiches und einsteigerfreundliches Set, diese Spiele zu machen. Wir hatten das Ganze gestern im Livestream gespielt. Und es haben super viele Leute zugesehen und wir hatten super viel Spaß. Es waren super gute Spiele dabei, es waren aber auch natürlich nicht so gute Spiele dabei. Es war ein ganz wilder Mix zwischen Battle Royale, Wettrennen, Jump'n'Run, Guess It, Chicken Snowboarding ist eine eigene Kategorie und einem Mining-Spiel. Wir haben sehr, sehr viel gespielt und ausgetestet. In dem Video heute möchte ich euch ein, zwei dieser kleinen Klassiker aus dem Livestream zeigen. Und ansonsten, was ihr in Core momentan noch so machen könnt, ist A, ihr könnt es gerade gratis runterladen. Ihr habt dann die Möglichkeit, im Haupttab Spiele zu spielen. All das ist theoretisch von anderen Leuten gemacht. Hier ist das 2. Schach haben wir übrigens auch gespielt. Der Parcours war insane. Das ist Items Lieblingsspiel, Mining Magnet. Das ist das Battle Royale, was ich übrigens schon zweimal gewonnen habe. Sniper Deathmatch 101. Marbles, nur dass man selber lenken muss. Ein Death Run, der wirklich sehr lustig war. Und so weiter und so fort. Eine ganze Menge auf jeden Fall zu tun. Ihr hättet sonst die Möglichkeit, euren Charakter zu customizen. Den habt ihr dann halt in den Lobbys, mit denen spielt ihr. Und natürlich könnt ihr auch Founder Bundles und so weiter kaufen. Das sind aber auch nur Charakter, die dann im Spiel vertreten sind. Es gibt Mounts, man hat ein standardmäßiges Hoverboard. Und so weiter und so fort. Ich denke, das ist halt relativ interessant, wenn das Ganze noch weitergeht. Ansonsten könnt ihr aber auch auf Create gehen. Und bei Create könnt ihr entweder von Grund auf ein neues Spiel entwickeln. Ihr könnt euch eine Collection anschauen und pre-made Sachen, die zur Verfügung gestellt wurden, die ihr in eurem Spiel nutzen könnt. Oder ihr könnt ein Projekt öffnen, was bereits existiert, dieses verändern und verbessern. Alleine jetzt, wenn ich wieder hier bin, das müsste ein Guitar Hero ähnliches Spiel sein. Hop Till You Drop ist so dieses Verhext-Spiel aus Folger. Es gibt halt sehr, sehr viel. Es gibt wirklich sehr, sehr viel, was man hier machen kann. Und wir nehmen einfach mal das Core Royale. Ja, wir nennen es jetzt einfach mal Dalu BR. Das ist dieses Battle Royale-Spiel, was es bereits gibt. Core Royale wurde auch 687 Mal in diesem Ding hier schon gedownloadet, also in dem Editor. So, jetzt sind wir in dem Editor drin. Jetzt haben wir hier die Battle Royale Map. Ich hätte sie euch einmal manuell zeigen müssen, damit ihr ungefähr wisst, wie sie aussieht. Aber das ist der Battle Royale Modus. Hier ist die Lobby, hier spawnt man, hier wartet man auf andere Spieler. Dann fliegt das Luftschiff hier drüber. Ich weiß gar nicht, ob wir das theoretisch auch sehen. Müssten wir natürlich, weil das ist alles selbst gecodet, beziehungsweise zusammengesetzt und erstellt. Auch HUD und Overlay könnte ich alles einstellen. Auf jeden Fall könnte ich jetzt hier durch diese Welt gehen und die editieren. Also das hat zwar schon jemand aus der Community gebaut, aber ich könnte das Ganze nochmal verändern, anpassen, besser machen, wie dem auch sei. Vielleicht für meine Community ist das und das blöd oder wir wollen da und da was mehr haben. Dann würde das auch gehen. Wir können uns jetzt jedes einzelne Objekt in dieser Welt einfach packen. Wie zum Beispiel diesen Baum hier. Da haben wir dann die unterschiedlichen Achsen, die da angezeigt werden. Das ist übrigens hier der Bear Big Redwood Tree, wovon sehr, sehr viele auf dieser Map natürlich platziert wurden. Hier ist zum Beispiel die Z-Achse, damit könnte ich die Position des Baumes verändern, da ist er ein bisschen höher, aber das ist die Position, auf die er sein sollte. Wir können ihn auch natürlich an diesen Reglern schieben, bewegen und so weiter, natürlich auch frei bewegen und so weiter und so fort. Ich könnte ihn drehen, ja, hier seht ihr so ein bisschen, könnte ich ihn um die eigene Achse drehen und vieles, vieles mehr. Man könnte Soundeffekte auf die Sachen legen, indem man hier bei den Core-Projekten Audio nimmt, dann würde man, keine Ahnung, Japanese Moonlight-Musik, die sowieso schon läuft, würde ich dann auf diesen Redwood-Tree sozusagen draufsetzen, zu der richtigen Familie sozusagen in der Programmierungsgeschichte und könnte den auf Interaktion machen. Oder wenn man einfach in die Nähe kommt, whatever. Auf jeden Fall gibt es da sehr, sehr viel, was man machen könnte. Ich kann natürlich verstehen, dass das Ganze kompliziert wird. Keine Angst, auch für mich ist das weit über meiner Vorstellungskraft bzw. über meinen Kenntnissen. Aber sehr viele Leute fangen natürlich auch das Programmieren an. Und ich denke, das ist ein wunderbarer Einstieg, in dem man dann halt einfach schon mal was starten kann und aber auch einer Masse an Leuten präsentieren kann, ohne groß halt irgendwie Werbung dafür zu machen. Also alles in allem, für Leute, die gerade angehend am Programmieren sind und mit der Unreal Engine arbeiten wollen, ist das ein sehr, sehr schöner Baukasten, den man sich vielleicht mal anschauen sollte. Wir machen jetzt hier den Editor aus. Ich speichere das Ganze natürlich nichts, keine Angst. Da hätte ich nichts, was ich euch großartig präsentieren könnte. Ich kann euch auf jeden Fall nur raten, checkt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung. Schaut euch Core einfach mal an. Wir haben hier relativ viele Invites aus der Community. Die muss ich natürlich auch noch alle annehmen. Cuddlestein spielt zum Beispiel gerade Mining Magnet. Ist auch Items Lieblingsspiel. Items ist da schon super weit, ist super krass.
Und ich zeige euch einfach jetzt ein paar Games. Ja, wie gesagt, das ist kein AAA. Das ist auch noch nicht Indie. Das ist die Stufe davor. Aber man kann kreativen Köpfen dabei zusehen, was sie bis dato so gemacht haben. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem kleinen Zusammenschnitt aus dem Livestream. Wenn ihr Interesse daran habt, checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung aus. Und jetzt geht's los. Ja, Mann. Da geht's los. Oh, war das kein gut. Ja, ich bin Vierter am Start. Nicht optimal. Du bist gar nichts. Hier durch die Röhre. Zack. Nochmal rum. Alter, Bernd, das ist rot, Alter. Was ist das für eine einfache Strecke? Das ist Motzen auf hohem Niveau. Klar, dass Mr. Posch da wieder gewinnt, wenn es nur geradeaus geht. Die Leute flä. Wo ist Dalu? Erstmal Dalu runterschmeißen. Am Anfang werde ich immer geschubst. Ja, klar. Hier, guck. Überholt. Oh, jetzt sind es zu viele. Das ist ja wie Fall Guys. Oh nein, muss mir nach rechts. Jetzt fährt die Plattform runter. Da sind schon welche oben. Da? Komm schon. Nein, ich hab die Abkürzung geschafft. Ich hätte es noch schaffen können. Nein, da gab's eine Abkürzung. Eine richtig fette sogar. Oh, ärgerlich. Einfach die Leute raustackeln, die jetzt hier rauskommen. Komm. Ihr Dark Shadow zum Beispiel. Nee, der Shadow. Einfach runterballern. Okay, okay. Posch wieder auf der Geradeausstrecke. Ich bin hier komplett alleine. Ich habe das Gefühl, ich fahre das Rennen alleine. Nein, die hatte so ein wildes Überholmanöver. Weg hier. Runter damit! Nein! Ich bin selber runtergefallen. Weg! Oh, Scheiße! Ich bin runtergefallen! Die Runde ist weg, Alter. Oh, ich glaube, wir sind einmal durch, oder? Ich glaube, ja. Okay, dann machen wir die nächste. Machen wir noch Just for Fun. Bis einer von uns ein Match gewinnt, Items. Nee, ich habe nicht so viel Zeit heute. Da haben wir mal einer von uns wieder wohl noch. Nee, die hatten wir noch nicht. Das Ende geht nicht. Ja, was hast du mit Anfängerstrecke? Aber wir holen doch voll auf eigentlich. Hier links musst du abkürzen. Mhm. Nicht die Kurve, sondern hier Hauptsache links. Hauptsache nicht hoch. Letzter. Nein! Warden hat gewonnen. So, jetzt weg. Hier, lass mich vor. Ich bin Profi-Murmel. Okay. Hier wird ein bisschen gedrängelt. Das ist okay. Oh, was ein Boost. Aber nur ein bisschen. Ja, okay, gut. Haben wir. Den ersten mache ich jetzt direkt, weil ich richtig krass bin. Ich glaub dir. Zack. Da stand noch keiner am Knopf. Ist egal, habe ich den gemacht? Ja, habe ich. Die brauchen länger zum Hochgehen. Oh nein. Oh nein, no risk, no fun. Das ist mein Motto. Direkt durch. Und zack. Mr. Posch. Ja, da war ja gar keiner. Und einfach rein ins Becken. Und Sprung. Wie sich die Welt ganz sicher ist, was hier abgehen muss. Ey. Gar nicht so ungeduldig werden. Es kommt wieder runter. Vielen Dank, Captain Oysters, für die netten Worte. Einer! Er bleibt einfach. Du, ich glaube, er hätte es sogar noch geschafft, durchzurennen. Oh. Ja, Zero Mord hat sich für uns geopfert. Danke, Zero. Wir werden dich mit exekutieren. Weiter jetzt. Das heiße Pflaster. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, was mich das. Was das mal, ich glaube, das soll. Wasser macht Schaden. Dann. Das ist auch alles daran, ja. Egal. Schwingende Äxte. Kein Problem. Und der Schwebebalken. Er rollt.
Mr. Porsche, dein Tod naht. Ja, Mr. Porsche! Zack! Ja! Welche Falle war das? Ja, sie haben einen Knopf gedrückt, aber es war, glaube ich, ein Fake-Knopf. Warte, ich geh rein. Ja! Scheiße, aber was ist passiert? Nein! Es war noch scharf! Okay, 10 Minuten ab jetzt! Das ist der wichtige Run! Hey, Warden führt. Da ist auch der HHX-Gamer. Wie hoch kommen wir in 10 Minuten? Schafft einer, das Ende zu erreichen? Zack. Hier kommt einer mit dem Hoverboard an, aber man ist damit nicht schneller. Ja, okay, dann lass ich's. Zack, und hier der Loop. Oh, der Warden kennt sich aus, der erkennt die Steuerung. Das ist anders als gerade. Der Warden kackt ab! Wie heute Abend bei vorne! Scheiße. Ist der Posch schon wieder? Einmal hier ein paar Sloppy Hoppy. Oh, Mr. Porsche, warte! Scheiße! Nein, warum ist die Ecke so doof? Der war fies. Ja, ich werde hier gescammt. Hallo, what the fuck? Was ist? Die roten Dinger bouncen dich. Die roten Dinger sind tot. Ja, stimmt. Steht extra in den Regeln drin. Items, warte kurz. Okay. Nein! Nein! Okay, wir machen das einfach. Ich bin nicht mal losgelaufen. Jetzt schlittern sie nur durch. Oh, hier geht ein Doppelsprung, das ist interessant. Schade. Nein! Da war kein Checkpoint, oder? Nein! Dann wird er weggejietet. Oh nein! Ich fall runter! Ich fall ganz runter! Ist auch kein Checkpoint. Ich weiß nicht, führe ich noch? Nee, Shadow ist vorne. Das ist unmöglich. Das war doch rechts in den Timer. Da steht nur Shadow vor mir. Ich sehe nix. Ich bin einen Schritt zurückgegangen und schon fiel ich in die Tiefen des Todes. Oh, Mann. Was ey. Ist denn das? Wie ist die Leute immer weg? Jesus. Hier ist keiner vor mir und das ist unmöglich. Okay. Okay. Links, links! Einen Checkpoint habe ich bekommen. Ja, den habe ich nämlich nicht bekommen. Ich bin nach vorne gesprungen. Ja, ja, ja. Ich bin echter Läufer. Läuft bei dir? Und hallo. Zeig uns, warum du fast so gut bist wie ich, wenn Spiel wie ich bin ja schon, oh, dass wir es ja nie schaffen. Boah, jetzt geht's ab. Das könnt ihr als Tutorial-Video benutzen für ihr Minigame. Ja, wie die Checkpoints funktionieren, meinst du? Oh, wie geil! Je weit höher du oben bist, desto eher ist die Musik. Und wenn du runterfällst währenddessen, nach ganz unten, hörst du nur, wie die Musik sich von zu irgendeiner Bude. Ja, ja, das ist mir auch passiert. Das ist voll gut! Das ist bis jetzt eines der coolsten Spiele. Nach Mining, ja. Nein. Alles ist besser als Mining. Da hätte ich in die Mitte am gekonnt. Am Gegenteil, Tag, ja. Oh. Frage ist, wo will ich hin? Hä, das ist ja... Das ist voll schwer.
Ah, ich sehe euch da unten. Ich bin hinterm Schachbrett mittlerweile. Ja! Oh Mann, ey! Die Musik ist halt echt cool. Da unten rechts siehst du, wer auf welcher Ebene ist. Also wer auch auf welchem... Ja. Also hier... Aber da kann was nicht stimmen, du wirst mir ganz oben angezeigt. Ja, nicht ganz oben. Hier steht Climb Victory Items, was heißt das? Ist das Gutes? Im Endeffekt steht da Dalukart beat der Highscore. Ne? War mir schon immer klar, dass Dalukart Leute schlägt. Jetzt müsst ihr euch beeilen. Die Dinger machen kaputt! Die Dinger machen kaputt! Die Zeit läuft jetzt doppelt so schnell. Das war geil! Mr. Posh! Also das Spiel war, das war insane gut. Oh, die allerbesten springen jetzt auf diesen Drehding da. Nein. Ich wurde bamboozelt schon wieder. Nochmal. Muss gehen. Diese kleinen Dreckspylonen auf den komischen Plattformen, ey. Diese kleinen Pinöppel machen mir halt mein Leben kaputt. Oh, 30 Sekunden noch, Items. Alter, nein. Doch. Die Pylonen, diese Pinöppel ist das letzte Hindernis. Dann muss ich die jetzt weg Minecraften, Alter. Side-Block-Jump, Side-Block-Jump, Side-Block-Jump. I can do it. Oh, das wird knapp. Oh. Los, Items. Das. Nein, das wird nichts mehr. Nein! Oh. Mutter! Der Einzige, der es geschafft hat. Okay, klar.